Hey ihr Fresh and Boys und Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zum Dating Dienstag. Heute mit einer Frage, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die aber in den letzten Jahren von euch immer und immer wieder gestellt wurde. Hey Chris, was bedeutet es eigentlich, wenn sie diesen Emoji schickt? Bedeutet, ich das Mama sage, du das aufhören solltest. Petze. Ich dachte eigentlich immer, die Sache mit den Emojis wäre klar. Weil die Frage aber von euch so häufig kam, wollen wir uns das heute mal genauer anschauen. Ich habe für euch die 20 wichtigsten Emojis vorbereitet und deren Bedeutung. Und am Ende verrate ich euch noch meine drei wichtigsten Emojis, die bei einem Flirt nicht fehlen sollten. Vor dem Video heute hatte ich ein bisschen Angst, weil ich glaube, das können viele einfach wieder falsch verstehen. Die denken sich dann, yo, jetzt hat sie mir diesen Emoji geschickt und das heißt, sie muss mich lieben. Ob sie will oder nicht. Okay, so krass vielleicht nicht. Aber nein, so einfach ist es natürlich nicht. Wichtig ist, wir schauen uns heute die gängigsten Bedeutungen der Emojis an und die, die auch meine Dating-Erfahrung wieder spiegeln. Ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt, weil Emojis sind natürlich immer auch kontextabhängig. Kann natürlich alles auch ganz anders gemeint sein. Das ist das Problem beim Online-Dating. Wenn du dir zu 100% sicher sein möchtest, ob sie auf dich steht, dann triff sie. Aber als Orientierung ist das hier sicher nicht verkehrt. Wenn du noch mehr Orientierung brauchst, dann schau dir mal mein Buch Hashtag Hilf mir an. Da gibt es 100 Dating-Fragen und Antworten und da geht es um alle möglichen Themen, die dich als Typ beschäftigen. Zum Beispiel, welche Rolle spielt das Alter beim Flirten? Wie spreche ich ein Mädchen in der Gruppe an? Sie antwortet plötzlich nicht mehr. Warum? Wann sollte ich sie beim Date küssen? Sie schreibt nie zuerst. Was kann ich tun? Wie kann ich ihr meine Liebe gestehen? Und noch viele weitere. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und ist ja auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. So, jetzt geht's aber los auf die Reise in die bunte Welt der Emojis. Das lächelnde Gesicht. Der absolute Klassiker. Zeigt dir, dass sie etwas mag, dass sie positiv gestimmt ist, kann aber natürlich auch sarkastisch gemeint sein. Also wenn sie zum Beispiel schreibt, du Idiot, lachender Smiley. Ist aber natürlich trotzdem ein gutes Zeichen. Das lachende Gesicht oder eher die lachenden Gesichter gibt's in zig verschiedenen Varianten und die zeigen natürlich immer, dass sie etwas witzig findet. Oder sie macht sich über irgendetwas lustig. Hoffentlich nicht über dich. Ansonsten immer gut, denn sie hat Spaß und positive Emotionen sind immer der Schlüssel zum erfolgreichen Flirt. Das verschwitzte Lächeln. Das zeigt, dass sie erleichtert ist, dass sie etwas nicht so ernst nimmt oder vielleicht sogar nervös ist. Wird aber auch sehr gerne bei sarkastischen Aussagen genutzt. Ich persönlich mag diesen Emoji. Ach ja, ihr könnt natürlich auch jederzeit eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Emojis findet und was die Bedeutung für euch ist. Die Freudentränen. Das ist vermutlich eines der am häufigsten verwendeten Emojis. Das, was in den 90ern mal LOL oder Roffel war, das ist dieser Smiley. Ein Lachanfall. Er zeigt, dass sie etwas unglaublich witzig findet und wir alle wissen, wenn wir diesen Emoji verschicken, dann sitzen wir natürlich auch genauso vorm Handy. Die Grimasse. Ja, sie lacht, aber sie zeigt damit auch, dass sie etwas unangenehm ist oder vielleicht sogar peinlich. Sie lacht also, obwohl sie eigentlich gar nicht lachen möchte. Sollte sie mit sowas auf einen Joke von dir reagieren, ja, dann war dein Joke einfach nicht witzig. Okay. Der Kopfstand. Sie blödelt rum. Dieser Emoji zeigt, dass man etwas nicht ernst meint oder vielleicht sogar ironisch. Wird aber manchmal auch einfach nur als lächelndes Gesicht benutzt. Völlig unspektakulär und damit gut. Der Bekloppte. Sie streckt die Zunge frech raus, um dich damit ein bisschen zu verarschen. Kurz gesagt, sie neckt dich. Und wir wissen ja, was sich neckt, das liebt sich. Okay, ja, also ganz so krass ist es nicht. Aber es geht zumindest in die richtige Richtung und es wird langsam flirty. Der Zwinker-Smiley. Ein verschmitztes, vielleicht aber auch freches Lächeln. Das Augenzwinkern zeigt dir, hey, nimm es nicht so ernst. Das Emoji zeigt aber auch, ich habe Hintergedanken und wird deshalb auch gerne zum Flirten benutzt. Das verschmitzte Lächeln. Nicht zu verwechseln mit dem verschwitzten Lächeln. Das ist wohl das flirtigste Emoji, das es gibt. Noch eindeutiger als der Zwinker-Smiley. Ein freches, fast schon arrogantes Lächeln, das zeigt, hey, ich flirte gerade mit dir und ich habe vielleicht sogar Sex.
sexuelle Hintergedanken. Kann aber auch einfach nur unspektakulär für Ironie benutzt werden. Das Chris-Kiss-Emoji. Aber Chris, so ein Emoji gibt's doch gar nicht. Ja, anscheinend schon. Der Smiley für alle Nerds und Klugscheißer da draußen, der dir zeigt, hey, schau mal, wie klug ich bin. Das schüchterne Gesicht gibt's in zwei verschiedenen Varianten und zeigt ein schüchternes und zurückhaltendes Lächeln. Sie freut sich, ist aber auch zu schüchtern, um ihre Freude in Worte zu packen. Du hast sie, zumindest im besten Falle, sprachlos gemacht. In der Regel ein gutes Zeichen, wenn das Mädel damit um die Ecke kommt. Du als Kerl solltest auf diese Emojis aber verzichten. Das WTF-Emoji. Ein Gesichtsausdruck, der dir sagt, what the fuck. Kann also positiv, aber auch negativ genutzt werden. Sie ist schockiert und unangenehm überrascht. Häufig auch als Reaktion auf eine Nachricht von dir, die sie eigentlich nicht bekommen wollte. Wie ein creepiges Kompliment. Das sprachlose Gesicht. Der wohl einzige Emoji ohne Emotionen. Sie will oder kann nichts zu dem Thema sagen. Wird also gerne auch in peinlichen und unangenehmen Momenten benutzt. Dem würde ich an der Stelle aber nicht zu viel Bedeutung zukommen lassen. Das erleichterte Gesicht. Alles cool, alles gut, ich weiß, was ich tue. Das zeigt dir dieses Emoji. Die Person hat keine Sorgen oder Bedenken und ist von dem überzeugt, was sie tut. Kann deshalb aber natürlich auch je nach Kontext auch für eine freche Aussage genutzt werden. Das unsichere Emoji. Der Gegensatz zum Smiley von gerade. Sie ist sich bei einem Thema unsicher, sie hat keine Antwort und weiß nicht so ganz, was sie will. Vielleicht ist sie aber auch einfach nur nachdenklich. Insgesamt also eher kein gutes Zeichen. Das geschockte Gesicht. Oh mein Gott. Oder kurz OMG. Das will sie damit sagen. Sie ist schockiert und hat vielleicht sogar Angst. Das wäre so semi-gut. Im besten Falle nutzt sie es auf spielerische und ironische Art und Weise. Das Bussi-Emoji. Sie schickt dir einen Kuss als liebevolle Geste. Kann natürlich romantisch gemeint sein, vielleicht aber auch einfach nur freundschaftlich als Dankeschön auf deine nette Nachricht. Insgesamt aber erstmal natürlich ein gutes Zeichen. Weil immer, wenn das Mädel gut drauf ist, wenn sie happy ist, wenn sie Spaß hat, wenn sie lacht, ist das ein gutes Zeichen. Langsam wird es ernst, das Kuss-Emoji, die Steigerung zum Bussi, sie schickt dir einen Kuss mit Herz. Wow, jetzt muss sie dich ja über alles lieben, oder? Nein, auch hier das Gleiche. Ja, das kann romantisch gemeint sein und das ist es meistens auch, aber es kann auch einfach nur eine nett gemeinte und freundschaftliche Reaktion sein. Trotzdem, ja, du bist auf einem guten Weg. Das In-Love-Emoji. Also nein, ganz so krass ist es nicht. Sie ist nicht gleich I'm falling in love with you. Aber sie strahlt zumindest vor Glück. Und ja, vielleicht schwingt sogar das Verliebtsein mit, was aber natürlich immer kontextabhängig ist. Wenn sie das schickt, während sie gerade von ihrem Lieblingsessen schreibt, dann bist damit nicht du gemeint. Das Emoji gibt's noch in abgewandelter Form mit Herz um den Kopf rum, sagt aber eigentlich das Gleiche aus. Sie ist happy und vielleicht sogar verliebt. Und last but not least, das Herz-Emoji. Wow, sie schickt dir das Symbol der Liebe. Ja, wenn das mal kein gutes Zeichen ist. Ja, aber bitte interpretiere da nicht zu viel rein. Es ist kein schlechtes Zeichen, keine Frage. Aber nur weil da ein Herz am Ende der Nachricht steht, ist das Ding nicht gleich eingetütet. Immer dran denken, Liebe findet in der Realität statt, nicht virtuell. Wenn sie also schon sowas schickt, dann, ja, mach den Sack zu und mach ein Date aus. Und noch ein Tipp, die coolsten Mädels schicken in der Regel auch die wenigsten Emojis. Und ein erfolgreicher Chat kann ohne ein einziges Emoji stattfinden. Viele Emojis zu nutzen ist immer ein Zeichen von Unsicherheit. Deshalb gilt, weniger ist mehr. Ein einzelnes, bewusstes Emoji erzielt viel mehr Wirkung als eine Horde lachender Smileys. Ach ja, und weil ich es versprochen habe, hier kommen noch meine drei Top-Emojis, die zu einem guten Flirt dazugehören und die dafür sorgen, dass du bei dem Mädel auch gut ankommst. Das ist einmal ganz klar das verschmitzte Lächeln, muss aber natürlich immer zum Kontext passen. Riesenvorteil, du strahlst hiermit bereits eine sexuelle Energie aus. Und das ist die Mutter des
Flirtens? Das erleichterte Gesicht, auch das geht einfach immer. Denn hiermit strahlst du ein gewisses Selbstbewusstsein aus und du machst deutlich, hey, ich weiß gerade, was ich tue und ich bin einfach überhaupt nicht unsicher. Und eignet sich eigentlich für jede freche Aussage. Und zu guter Letzt das verschwitzte Lächeln, das ich einfach immer super gerne für jede witzige Reaktion benutze. Denn es ist in meinen Augen nicht so übertrieben wie dieses Freudentränen-Emoji und auch nicht so creepy wie einfach nur das lächelnde Gesicht, sondern es ist irgendwie so ein gutes Mittelmaß. Und du kannst dich mit diesem Emoji super auch mal selber aufs Korn nehmen, dich selber verarschen, was einfach auch sehr viel Selbstbewusstsein ausstrahlt, wenn du zeigst, hey, ich kann einfach über mich selber lachen. Und generell sollte ein Chat natürlich immer Spaß machen und deshalb bietet sich ein solches Emoji einfach immer an. Puh, das war eine ganze Menge. Wenn du Bock auf einen zweiten Teil hast, dann lass gerne jetzt mal einen Daumen nach oben da und ja, was soll's, wenn du schon dabei bist, auch gerne mal einen Kommentar für den Algorithmus. Und Leute, heute wird gegönnt, auch gerne mal abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und wenn du alles drei hintereinander machst, dann ist das quasi wie so ein Cheat für das echte Leben und dann wirst du einfach 100% attraktiver. Boah, geil! Wir sehen uns wieder nächsten Dienstag. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche. Macht es gut, euer Lach-Emoji-Chris. Bis dahin und ciao.